hinter uns ist ein Dings gleich, ein Dreier. Und er sieht so verdächtig aus. Okay, ich sag lieber nicht Dreier, ey, sonst ist das wieder ein Vierer, dann krieg ich wieder Hate hier. Aber der sieht schon aus wie ein Dreier. Mal schauen, ob er kommt. Boah, geil, Alter, der lässt sich so geil fahren, ne? So geil fahren. Boah, ich bin so happy. Ja. So, willkommen bei Kfz-Fuzzi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um meinen Audi S3. Wir haben so ein geiles Wetter. Rechtzeitig ist der fertig geworden. Wir haben den heute gute 200 Kilometer, Summit, vielleicht sogar mehr. Glaube also, ich auch, ja. Wir haben eineinhalb Tankfüllung. Ne, haben dann natürlich ein bisschen gedrückt. Wir wollen auch nicht zu viel rücken, das Ganze. Soll sich ja noch einspielen. Aber wir haben ein kleines Problem. Wir haben ein kleines Problem in dem Sinne, die Kupplung rutscht durch. Und wir haben eine Sachs Performance Zinterkupplung drin. Und das Ding rutscht durch. Ne? Also, und die soll angeblich bis 700 Newton standfest sein. Keine Ahnung, dass wir drüber sind. Ich weiß es nicht. Der rutscht auf jeden Fall durch. Das ist geil. Das Ding geht auf jeden Fall hammer, hammer geil ab. Ich muss auch sagen, der lässt sich auch sehr, sehr gut fahren. Oh, guck mal. Also ich muss sagen, das Ding lässt sich so geil fahren, Samet. So geil fahren. Was sagst du denn, Samet? Wie ist denn der Druck so? Der Druck ist brutal. Der ist richtig brutal, weil ich also... Ich glaube, in den anderen Aufnahmen sieht man das auch. Ja. Ich wurde, glaube ich, zwei, dreimal locker in den Sitz gepresst. Nee, du musst dir ja vorstellen, das ist ja Allrad. Bei dem Lupo ist es ja ganz anders. Ja. Aber bei dem, wenn er kommt, ne, der hat einen Grip, da dreht nichts durch. Nix. Der marschiert so nach vorne. Das ist so, als würde man sie flitschen nach hinten ziehen und dann auf einmal loslassen. Genau so ein Effekt ist das. Das ist krank. Wie viel PS wir haben, weiß ich nicht. Da wird sich mal irgendwann geht er auf jeden Fall zu Mitje. Und Mitje guckt sich das nochmal an, weil die Abstimmung ist okay, gefällt mir. Aber jetzt haben wir, ja, wir haben zwei Probleme. Ja, wir lassen das, was jetzt ist, wir lassen das so und leben mit der Kupplung erstmal. Oder wir wechseln die Kupplung. Aber wenn wir die Kupplung nochmal wechseln, dann würde ich auch viel mehr PS haben. Weil wir fahren gerade mal mit 1,7 Bar, mit einem GTX-Lader. Und ich bin mir sicher, da geht noch viel, viel, viel mehr. Viel, viel mehr. Weil stellen wir mal vor, mit den 200, ich sag mal, 200, ach, 2,5 Bar Summit. Der hier, das wäre krank, ne? Das wäre wirklich. Das wäre echt krank. Und Summit, guck dir den mal bitte von außen einmal an. Ja, ich habe den nicht gewaschen, ich weiß. Wir haben ja die Abdeckung hier extra abgelassen hier. Ich habe diese Abdeckung hier extra abgelassen, falls irgendwie Rauch oder so kommen sollte oder irgendeine Ölleitung oder so nicht fest ist vom Turbolader, so dass ich dann sofort, ja, Rauch sehe. Alarmbereitschaft ist, ne? Alarmbereitschaft, so ist es, genau. Ansonsten muss ich sagen, die Bremsen sind ein Traum, ne? Und ja, aber was nur halt ist natürlich, ne, ich muss dazu sagen, natürlich Auspuffanlage ist very loud, very, very loud. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört, wenn man viel fährt. Ansonsten alles geil. Ansonsten Traum, wie er sich fahren lässt, Traum. Wie der abgeht, ein Traum. Das ist Rakete. Anders kann ich nicht sagen, Rakete. Wie war eine Stunde auf jeden Fall. Ja, mehr. Auf jeden Fall ein paar Stunden sind wir schon unterwegs am Film, fleißig am Fahren. Erst haben wir den eingefahren, alles ist super. Und dann haben wir natürlich ein bisschen gedrückt. Und dann haben wir uns gesagt, ja komm, gehen wir noch mal ein bisschen auf Autobahn. Dann könnt ihr euch gleich mal schauen, was wir dann halt in Begegnung hatten. Mit einem 1,40, ja, ich habe wieder ein Dreier gesagt. Ich sage immer Dreier und dann kommt immer mein anderes Auto. Da habe ich gesagt, lieber nicht, aber guckt euch das an gleich.
Wir werden natürlich mal 0 auf 100 raushauen, 100 auf 200 raushauen. Das werden wir bestimmt irgendwann machen. Aber heute ist erstmal wichtig, dass das Ding auf der Straße ist und abgeht. Und jetzt fahren wir ein bisschen mit Samet, ne? Fahren wir ein bisschen. Komm, wir fahren noch ein bisschen. Der hat sich jetzt ein bisschen schön ausgeruht. Und fahren jetzt noch ein bisschen und beschleunigen noch ein bisschen. Und dann, das war's. So Jungs, wir fahren schon. Wir fahren echt schon. Über 100 Kilometer haben wir gefahren. Alles super, wir haben getankt. Tank war schon, ja, ein bisschen schon leer. Dann haben wir nochmal getankt. Und jetzt fahren wir zu unserer Landstraße. Da, wo wir immer fahren. Und wollen jetzt zum ersten Mal beschleunigen. Aber so ganz easy. Was sagst du? Bei dem ganz easy heißt. Ja, du weißt ja noch nicht, wie er abgeht. Ja, aber vom früher. Ja, früher. Mit früher kannst du jetzt gar nicht vergleichen sein. Das ist jetzt ganz, ganz andere Hausnummer. Ja, ist auf jeden Fall alles super. Wagen lässt sich super fahren. Wir haben nichts, kein Ölverlust, kein Dings. Gar nichts auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr gut. Und jetzt werden wir den gleich einmal mal drücken. Und achtet mal bitte hinten. Hermes hat es ein bisschen eilig. Verstehe ich auch. Aber ist 50er-Zone. Ich kann nicht schnell fahren. Gleich kann ich gerne schnell fahren. Da könnt ihr das ungefähr mal einschätzen, wie schnell wir sind. Wenn ihr den Hermes-Typen seht. Ich tue mal schon den zweiten rein. Sehr, sehr gut. Definitiv sehr, sehr gut. Fühlt sich auch gut an. Fühlt sich sehr gut an, ja. Ja, guck mal, wie ruhig der ist. Da hat der Typ sehr gut arbeiten mit dem Zylinder. Was meinst du? Eine Runde Autobahn? Eine ganz kleine Runde. Ja? Mega. Können wir ja so Wolf und Schafsbett ein bisschen drehen. Ja, du musst schon zugeben, von Optik her sieht er nicht aus wie so ein Schaf. Ja, ich meine, bis auf diese Bremsen sieht der schon ein bisschen aus, als hätte er ein bisschen Power. Ne? Wer baut sich sonst solche Bremsanlage ein? Der fährt so flüssig, ne?
Der schwenkt jetzt nicht auch nach links oder rechts. Nein, das hat er. Ja, nö. Nee, ich habe das nicht gemerkt. Also dritte, vierte, fünfte war gerade krass. Willst du mal gleich mal kurz Auto links nehmen? Von hier? Ja. Also kannst du nicht, das ist schwer. Das ist schwer. Ich kann es aber versuchen. Ja, du musst das dann zu mir kommen. Das ist krank. Das Ding ist krank. Schade, dass jetzt hinter uns keiner ist, damit die Leute das mal ungefähr so sehen können. Weißt du, ich kann ja, ja viel erzählen. Aber... Also keine Ahnung, wie viel PS der hat, aber... beim Quattro ist es ja wieder ganz anders, das Gefühl. Ja. Weil alle vier Reifen beschleunigen und du das Gefühl dann halt ein bisschen schwer einschätzen kannst. Ja, das ist ja, als würdest du direkt nichts dreht durch und wir haben ja Semi-Slicks drunter. Ja, schon. Ein Dreier und er sieht so verdächtig aus. Ach, okay, ich sag lieber nicht Dreier, ey. Sonst ist das wieder ein Vierer, dann krieg ich wieder Hate hier. Aber der sieht schon aus wie ein Dreier. Ja, der ist auf jeden Fall M. Ob das jetzt M, ich sag nochmal. So, der kommt. Seht ihr den? Also ey Jungs, ich wollte echt ein bisschen chillig machen, aber es hat mir wieder so in die Hände gejuckt so. Ganz ehrlich, mit dem Wagen kannst du nicht chillig machen. Nein, aber das reicht jetzt auch, wir wollen jetzt nicht übertreiben. Krass. Aber da geht noch viel mehr, ne, mit dem Turbolader, viel, viel mehr. Glaube ich auch. Viel, viel mehr. Also ich spüre den Druck schon sehr, sehr krass. Dann weiß ich gar nicht, wie das bei dir ist. Ich werde die ganze Zeit in den Sitz reingesetzt. Ja? Boah, der springt. Das war aber richtig geil.